Willkommen, meine Sturmtruppen, bei Arc Talk. Jetzt seid ihr frisch vom neuen Intro direkt bei uns gelandet. Ich darf begrüßen Emmy. Hallihallo. Und natürlich habt ihr es auch wieder mit mir zu tun, euren Imbi. Ich hätte dich, glaube ich, vorstellen sollen, oder? Ich habe vorweggegriffen, aber du darfst das Thema einläuten. Ja, unser Thema heißt Craften. Wobei wir noch dazu sagen sollten, dass wir selbst noch nicht wirklich viel Ahnung haben, was wir genau dazu sagen sollten. Allerdings finden wir, gehört das Thema zu diesem, ich sag mal, wir haben bis jetzt für Anfänger viel diese allgemeinen Themen gemacht und ich denke mal, so ein, zwei Folgen wird es auch dabei erstmal noch bleiben, weil ja, man muss erstmal so einen Anfang haben, ne? Und ja, da gehört das dazu. Und ich weiß, ich habe schon viele Kommentare gelesen, die dieses ganze Projekt hier ein bisschen belächeln, aber alleine nur, dass sie drunter stehen, zeigt doch eigentlich, dass es ganz, ja, gut ist, finde ich jetzt. Dass es gesehen wird. Genau, und dass die Leute definitiv wissen wollen, was da abgeht. Und was da noch kommen wird. Genau. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Jetzt müsstest du dein Muah. Ja. Verdammt, das Kommando hört sich nicht gut an. Nächste, das trainieren wir nochmal, ne? Ja. Ja, craften. Gott. Crafte mal aber erstmal das Video dann, ne? Genau. Ich muss mal eben auf die Uhr gucken, nicht, dass wir wieder Überlänge haben oder so. Du musst nächstes Mal einen Timer einstellen. Auf jeden Fall, ja, craften. Was ist mit craften? Wie fangen wir jetzt an? Also, craften ist definitiv, ja, herstellen, ne? Sagt das Wort ja auch schon. Baupläne zu benutzen, die man gelernt hat. Genau. Auf Deutsch, ne? Jedes Survival-Spiel hat den Modus. Richtig. Und das tut man als erstes im Inventar. Am Körper, im Inventar. Ja, wenn man bei Ark bleibe, im Inventar. Weil die ersten Sachen kann man nur im Mit seinen Händen. Craften, ganz genau. Und das ist im Inventar, aber leider ist das ein bisschen begrenzt. So, wollen wir da ein paar Beispiele nennen, einfach um mal kurz da bei dem Thema zu bleiben? Ja, also das mit der Hände, ihr wisst ja, ohne Material geht gar nichts und wir müssen dann halt wieder einmal farmen, wie es in jedem Survival-Spiel ist und auch in Ark. Ja, fangen wir das einfach mal, ihr waren an der ersten Büsche, haben genug Fiber zusammen und dann fangen da an, euch Kleider herzustellen, die Stoffrüstung. Genau, weil da geht es dann auch um Schutz und eigentlich ist es wie... Ja, die ganzen Themen, die man halt eben auch so am Anfang hat und das betrifft nicht nur Craft, aber das gehört alles so miteinander zusammen. Da sind auf jeden Fall wichtige Dinge, die man am Anfang auf jeden Fall, und da kommt man nicht drum rum, ne? Um Craften kommt man nicht drum rum. Ne, ohne das geht's nicht vorwärts. Fängt ja schon mal bei den ersten Farmwerkzeugen an, die man sich ja nach der Rüstung herstellen sollte, muss. Wo wir dann wieder die Picke hätten, die Axt und was haben wir da noch? Die Pike? Ich hab's jetzt so auf Englisch. Speer? Heißt das Speer? Speer. Und Fackel, genau. Wenn es dunkel wird. Ja. Ja, ja gut, kommt. Das Craft-Inventar und die Engram Points dazu, du nur mit der Taste I öffne. Und dann oben links können wir entweder von Inventar auf Craft-Inventar umschalten. Und die Sache, die dann weiß unterlegt sind, dafür habt ihr alle Sachen schon gesammelt. Und das, was so dunkelgrau ist, da fehlt irgendwas. Da müssen wir mit der Maus drüber gehen und dann sehen wir die Sache, wo fehlen. Die sind dann rot unterlegt. Wird euch angezeigt. Und, ja, Ammo kurz ingesammelt und schon können wir das Teil dann einmal herstellen. Oder, wenn man, je nachdem wie viel Material man hat, auch mehrmals. Ja, dafür dann einfach Rechtsklick drauf machen und dann kommen die einzelnen Kategorien. Müssen wir dann auswählen. Zum Beispiel kann man dann eine Zahl eingeben, sagen wir mal 10 Stück, 10 Pfeile möchte ich, und dann macht er 10 auf Ammo durch. Das ist ziemlich neu, das haben sie seit irgendeinem letzten Patch, wo das Menü verändert wurde, war das dann mit dabei. Finde ich mal sehr nice. Obwohl ich muss sagen, das heißt das Interface, die Benutzeroberfläche von dem jetzigen Inventar. Empfinde ich immer noch, es ist zwar schon in Ordnung, ne, man gewöhnt sich dran, aber wenn man das von früher kennt, noch, ich tue mich da noch so ein bisschen schwer zwischendurch mit, muss ich sagen. Sie wollen halt mit ihrem Tag angeben,
Und im Implantat im Arm, so die Richtung hat Du das meinst, Inventar. So modern, ja. Elektronisch oder ja, ich weiß nicht, bionisch. Hat Zelle aus ich hier. habe lange nicht gespielt gehabt, als ich dann wieder on kam, um irgendwas zu machen, dann, ja, und dann auf einmal, Moment. Vor allen Dingen das Beste war, ich weiß, gehört jetzt nicht zum Thema, aber man kennt mich, ich schweife gerne ab. Musste arg, aus welchen Gründen auch immer, deinstallieren, neu installieren, hab mir schön Fotos gemacht von meinen Einstellungen. Und als ich es dann endlich neu drauf hatte, installiert hatte und spielen konnte, habe ich die neue Oberfläche gehabt und meine Wo alten. interessiert mich mal, wer von euch musste ARK schon mal neu installieren, wegen irgendeinem Fehler? Haut's mal in die Comments. Oh, bei uns ist es andauernd. Also Captain Rex zum Beispiel hat andauernd installiert sich das Spiel, deinstalliert sich das Spiel selbst. Ich denke, dass da manche Mods nicht richtig gemacht sind und da irgendein Teil im Ordner vernichten. Also, ja. Man weiß es nicht genau, aber bleibt mal zurück bei Crafter. Genau, wir gehen wieder zurück zu Craften, das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe dran gedacht. Emmy, für was brauche ich eine Smithy? Oder eine Werkbank in Deutsch? Genau, die braucht man, wenn man, ja, wenn das Inventar, das eigene Inventar nicht mehr ausreicht zum Craften, weil es gibt halt eben bestimmte Dinge, wie auch im echten Leben. Man kann sich vielleicht draußen im Wald irgendwie so eine Art Fackel selber zusammenbauen, aber ja, versucht es mal mit einem Auto, ne? Da denke ich, sind Maschinen schon notwendig und genauso ist es in dem Spiel auch. Ist jetzt ein blödes Beispiel gewesen, ich weiß, aber bei anderes fiel mir jetzt auf die Stelle nicht ein. Und da braucht man dann zum Beispiel eine Werkbank, wo man dann auch verbesserte Sachen dann, also die sind besser dann in dem Moment als das, was man im Ihr wollt euch Inventar. ein Schwert schmieden, dann braucht ihr auch einen Amboss. Der ist mit der Werkbank mit verbunden. Ein Schwert kann man nicht im Wald schmieden, ne? Da braucht Genau. man schon was. Und ja, Oder wie dafür bei ist zum Beispiel die Excalibur, vielleicht Werkbank. findet man es im Meer oder so. Dafür muss man der Auserwählte sein. Richtig. Okay, für die Anfänger, das gibt es nicht. Ne? Es sei denn, einer ist im Meer gestorben Es und. wäre cooles Easter Egg irgendwo in einer Map, ne? Ja. Aber überhaupt Oh, so wir bringen Themen. Motto auf Idee. Schluss jetzt. Ja, aber das ist so, ne? Bei mir kommen Bilder im Kopf und die haben überhaupt nichts mehr mit Craft zu tun. Aber gut, wir haben ja gesagt, wir gucken hin uns das Thema führt und ja, Abschweifungen mit einbegriffen, mit inbegriffen, so. Genau, jetzt die Werkbank. So, hast du ein paar Beispiele, was man dann in der Werkbank macht? Also mit dem Schmiede-Oberbegriff kann man ja schon mal sagen, die Metallwerkzeuge, ne? Die gehen dann zum Beispiel nur an die Werkbank oder wenn er dann Chitinrüstung oder die Flakrüstung machen wollt, das muss halt wirklich geschmiedet werden und dafür ist euch die Werkbank treu. Wobei ich dann auch noch mal kurz dazu sagen muss, dass man sowohl die Werkbank muss man auch craften. Und das geht im Inventar. Genauso wie den Mörser, wo man halt eben so bestimmte Dinge mitbekommen kann, die gehen alle im Inventar. So, aber irgendwann ist Schluss. Und für weitere, so wie die, hier nicht Forge, sondern. Ach, welche. Das Größere? Ja, halt eben größere Sachen, die kann man. Fabricator. Fabricator, genau. Und dafür braucht man wiederum den Engrim der Werkbank. Werkbank. Oh, ich erkläre das so kompliziert. Ich glaube, du könntest es besser erklären. Ich muss ringgrätschen. Ja, mach ruhig, mach ruhig. Ja. Jedenfalls braucht man dafür die Werkbank, um dann weitere Dinge herstellen zu können. Das ist nicht nur so für Werkzeug, Waffen und so weiter, sondern das gilt dann auch. Wollt ihr zum Beispiel Türits haben, braucht ihr den Fabrikator. Fabricator und um den zu bekommen, müsst ihr die Werkbank haben. Ja, ihr könnt nicht einfach von da auf da. Also das geht nicht. Das hat schon so alles so sein System, was eigentlich, wenn ich mal jetzt genau drüber nachdenke und wir darüber uns unterhalten, ziemlich kompliziert ist, ne? Ja. Es ist wieder sehr tiefgründig, würde ich fast behaupten. Wobei dann auch so die Anfänge sind so, auch für die Werkbank kann man. Oder sollte, farmt man das meiste dann noch mit der Hand. Aber für weitere Dinge muss man schon wieder, zum Beispiel für den Fabricator ist meistens irgendwelche Sachen mit Metall, aber geschmolzenes mit Metall. Wo du dann wieder was anderes brauchst, um das Metall, was du farmst, wieder zu schmelzen. Also, ne,
von daher, auch das ist total kompliziert. Ich erkläre das kompliziert. Ihr müsst da Öl besorgen und Perle, damit ihr überhaupt von Werkbank dann das Upgrade auf Fabrikator bekommt. Genau. Also die Ressourcen werden komplizierter. Ne? Je weiter man kommt beim Craften, umso komplizierter werden auch die Ressourcen. Und man kann so sagen, alles was so in eurem Herstellungsbaum so ja primitiv ausschaut, geht meistens in der Werkbank oder im Inventar. Es sind auch manche Sättel, die man in der Inventar noch herstellen kann. Nehmen wir jetzt einfach mal den Pteranodon, wobei er dann schon für den Pferdesattel an die Smithy ist. Genau. Und dann gibt es da noch, man muss nicht alle Sachen erlernen, um die zu craften, sondern es gibt auch Blueprints. In den Beacons, also die farbigen Beacons, die nur Levelbegrenzungen sind, da müssen wir dann mal kurz schauen. Ja, die kommen ja vom Himmel auf runter oder in Höhle versteckt oder sogar unter Wasser, je nachdem wie weit ihr schon seid. Und dort drin findet man Baupläne manchmal von Waffen, die dann sogar farbig unterlegt sind und dort dafür besser sind als das, was ihr eigentlich herstellen könnt. Genau, und die legt ihr in dem Moment, doch die legt man dann in das Gerät rein. Und dann kann man auch, ohne dass man es gelernt hat, craften in der Farbe. Richtig, das stimmt auch noch. In der Farbe. Aber werdet ihr geradet und es wird euch geklaut, könnt ihr das natürlich nicht mehr. Ihr habt dann zwar eure Waffen noch, die ihr schon hergestellt habt, aber wenn der Blueprint erstmal weg ist, dann ja, war es das. Ade. Das ist am besten Beispiel. Ich will jetzt ohne Werbung zu machen, also gibt es so ein ganz großes Möbelgeschäft in der Farbe gelb-blau. Ihr habt quasi den Bauplan vom Schrank und jetzt kommt der andere da und klaut euch den Bauplan vom Schrank. Jetzt wisst ihr nämlich, wie der Schrank funktioniert. Genau. Ihr habt zwar noch Schränke, die ihr schon gebaut habt, vorrätig, wo man sich das... Und ihr wusstet genau, so viel Material brauche ich für den Schrank. Aber der Plan ist nicht mehr da. Richtig. Also müsst ihr dann eine andere Angreife gehen und euch den Plan wiederholen. Wäre besser. Die meisten heutzutage geben ja auf, ne? Oder ihr geht auf gut Glück und hoffen, dass wieder in so einem farbigen Ding der Bauplan drin ist. Oder vielleicht sogar ein besserer. Je nachdem. Ja, aber das weiß man nicht. Ja, das sind also so, gibt es bei Craft noch irgendwelche besonderen Sachen, wo man... Koche ist eigentlich auch Crafte. Ja. Wird aber ein bisschen komisch angeschaut, wenn du das in Crafte steckst. Warum? Ich muss es aber kurz... Ja, weil es nicht Crafte ist, ne? Du legst was rein und guckst zu, wie es passiert. Ja, aber ob du den Fabricator anstellst, um die Turrets herzustellen, oder ob du was in den Kochtopf reinlegst und du keinen Knopf drücken brauchst, sondern es von alleine geht. Es ist im Prinzip das Gleiche, nur bei dem einen drückt man einen Knopf und bei dem anderen eben nicht. Ist so meine Meinung. Ja, aber da streitet sich ein bisschen die A-Community und ich will eigentlich nicht die Welle abkriegen. Schön, Diskussion mag ich. Also bitte unter den Kommentaren. Nein. Du möchtest das nicht. Also beim Fabricator, wie du schon sagst, ich lege alles rein und entscheide dann, was es wird. Und beim Kochtopf werfe ich alles rein und irgendwas passiert. Wenn ich keine Ahnung davon habe. Ah, okay. Wenn man natürlich weiß, ich lege jetzt ein Fleisch, eine Beere, ein Fiber und so rein und dann wird es das Super Cake Cakes. Weil es einfach schon klar ist. Von ja, aber das sind dann Rezepte, ne? Die man Rezepte, dann... ja. Die kann man auch finden. Zum Beispiel bei einem Dino-Kill oder so kann so ein Rezept droppen. Oder man geht ins Ark-Forum. Oder fragt seine Mitspieler. Ja, ihr braucht diese Rezepte nicht zu finden. Wenn ihr wisst, was ihr in den Kochtopf reinwerfen müsst, um Medikament zu bekommen oder so, dann passiert es auch ohne Rezept. Mit Rezept ist natürlich einfacher. Was heißt einfacher? Ich habe noch nie im Game... ein Rezept gefunden. Doch, gefunden schon, aber benutzt jetzt nicht. Sondern ich habe immer ins Forum oder irgendwie auf irgendeine Seite geguckt, wo die halt stehen. Und daraufhin habe ich mich dann berufen. Also ein richtiges Rezept in-game habe ich, ist für mich überflüssig. Ja, zum Beispiel Farbe herstelle ist ja auch im Kochtopf. Da findet er in-game selber nicht der Plan, wie das geht. Genau, das... Warum eigentlich nicht, frage ich mich. Hersteller? Komisch. Ja, keine Ahnung. Vielleicht gehen sie davon aus, dass man das einfach weiß, wie das funktioniert. Wenn nicht,
Gelb und Blau zusammenmischt, wird es grün. Wer weiß, was ich dafür. Ich würde euch da Farben herstellen. Ja, was kann man noch zu craften? Weil, wenn ich. Man kann die Folge auch kürzer machen, wenn man jetzt nicht so viel darüber zu erzählen hat. Aber ich denke, ein bisschen was sollten wir noch. Da wird es da irgendwelche Besonderheiten geben. Man kann Crafting Speed Skillen. Genau, dadurch werden die Sachen, die man craftet, schneller fertig. Mhm. Aber das seit Tech können wir zum Beispiel bei Rüstung oder Waffe sogar ein Upgrade bekommen. Apropos Tech. Wo denn die Teile besser sind, wie wenn sie andere hergestellt hätten. Behalte mal das Tech nochmal im Kopf. Jetzt wollte ich irgendwas vorher noch sagen und hab's vergessen. Super. Wieder Faden. Die MP hat wieder gebabbelt, ne? Shit. Ja, fangen wir mit Tech an, vielleicht kommt es dann in der Zeit. Bei Tech ist das ja auch nochmal so eine andere Geschichte, ne? Mit dem Crafting. Ja, das ist dann aber eigentlich auch wieder so Smithy Fabricator und da ist es dann Replikator. Ja, aber die Ressourcen, die bekommt man da nicht einfach so mal eben beim Farmen, oder? Und der Bauplan erst recht nicht. Genau, und da musst du aber, weil ich mit Tech noch überhaupt nicht gearbeitet habe. Man muss Bosse machen, ne? Oh, ich glaube, das ist auch noch mal ein extra Thema, Bosse. Da werden wir auch irgendwann nochmal drauf eingehen, aber ja, erklär mal ganz kurz, wie man an diese Sachen allgemein jetzt so rankommt. Ja, die Baupläne für den Replikator oder andere Teile für Tech müssen halt echt die Weltbosse herausfordern. Um dort überhaupt hinzukommen, müssen wir ja die ganze Artefakte in der Höhle und so sammeln und manche Dinos töte für ihre Requisite, Vogelkralle oder so. Dann gehen dann auf zu den Bosse, schaffen die hoffentlich. Ich wünsche euch viel Glück. Und dann hat er den Replikator, aber ist immer noch nicht so einfach herstellbar. Ihr müsst das Element, das ihr dort oben gerade gefahren habt, direkt wieder verwenden, um den ersten Replikator herzustellen. Dafür müssen entweder wieder an so einen großen Arc oder ihr macht das Ganze an einem Airdrop, aber dann muss es schnell gehen. Der Airdrop ist nicht immer da. Und nicht für die ganze Zeit. Und wenn dann irgend so schlauer vom Tribe hier geht und der Airdrop leer macht, ist der Airdrop weg mit dem ganzen Elementar. Super. Solche Idioten gibt es also, immer. Also, gehen an den Airdrop oder an der Arc. Gehen lieber an der Arc, ist sicherer. Müssen aber aufpassen wegen PvP. Stellt dort euren Replikator her, packt ihn wieder in, flitzt zu eurer Base und stellt das Riesenteil irgendwo in eurer Base hin. Sorry, doch mal, wenn ich zwischengrätsche. Ich wäre so ein Idiot. Wieso Idiot? Weil ich gerade gesagt habe, es gibt so Idioten, wo du sagtest, der das rausnimmt und dann ist der Airdrop mit dem ganzen Material weg. Ach so. Ich wäre so ein Idiot. Ja, okay. Bei mir wird sowas passieren. Oder irgend so lustiger, da oben kommt einer und dann macht der andere, swups. Dass der Fremdes nicht klauen kann. Ja, ja. Ja, das Thema Bosse werden wir auch nochmal spezifisch eingehen, aber das nur jetzt angeschnitten, damit man ungefähr weiß, weil wo Tech, man die Baupläne herbekommt. Tech ist da, wie gesagt, das ist da echt komplizierter. Tech du mal ja auch nochmal anschneide irgendwann. Mhm. Wobei ich da auch nicht so viel zu sagen kann, weil wie gesagt, ich habe damit noch nicht gearbeitet. Aber ich werde dann die fragende Position einnehmen, die man ja eigentlich auch schon von mir kennt. Hey, hast du jetzt gerade da hinten die Hand gestreckt? Alter, melde dich doch, dann bist du bei Tech-Thema dabei. Genau, Leute, meldet euch, wer mitmachen möchte, ob ihr jetzt bekannt seid oder nicht bekannt seid, das ist vollkommen wurscht. Wir freuen uns trotzdem auf euch. Richtig. Und vielleicht kann ja nur lustiger oben werden. Ja, das auch. Das hoffen wir sogar. Und aber dann, wie gesagt, meldet euch, auch jetzt hier zum Thema Craften, wenn wir das mit Sicherheit besser machen können, schreibt es in die Kommentare und erwähnt definitiv noch Dinge, die wir jetzt vielleicht übersehen haben. Weil ich hab und bevor jetzt einer von euch kommt, ja, im Mörser tut man herstellen, in der Smithy tut man herstellen und ja, man kann auch im Biber herstellen und im Pferd herstellen. Ach das genau, schon. Tiere. In Tiere kann man auch craften, die kann man praktisch seit neuestem, ja, als wandelnde Werkbänke so im Allgemeinen. Aber nur, wenn er das Sattel draufgesetzt hat. Ja, okay, das war es aber auch schon. Warte mal, welches Tier? Das gibt es jetzt auch schon länger, da konnte man das machen. Nur hat irgendwie. Biber. Genau, oder der Biber war es nämlich.
Aber ich hat irgendwie kaum einer gemacht, oder? Weil, ne. Wenn man den Biber hat, hat man meistens auch schon eine Folge machen zu der Smithy getragen. Ja. Weil, man muss ja einfach sagen, die Smithy steht in der Base, die Base ist vielleicht besser geschützt und der Biber kann abgesnipert werden. Ne? Ja. Da haben wir schon das Thema. Ja. Gut, wenn man unterwegs ist und vielleicht, aber da ist, wie gesagt, der ist einfach zu ungeschützt, ne? Ja, das ist gerade das Thema, wenn er mal eure Schildkröte das erste Mal getamt hat, dann klappt sich ja das Buch auf. Und da sieht er, dass die Schildkröte eigentlich als Kiste gedacht war. Von Wildcard. Aber ja, im Nachhinein hat man dann auch gemerkt, ja, die wird ja weggesnipert, da tut ja keiner was reinlegen. Genau. Ja, ich würde sagen, wir sind dann auch schon am Ende angelangt, ne? Ja, falls wir jetzt doch was vergessen haben, immer her mit. Ist ja nur allgemein jetzt so ein bisschen angeschnitten, die Themen. Und wer möchte, dass wir nochmal näher auf irgendwas eingehen, schreibt es in die Kommentare. Das werden wir tun, nur wir brauchen das Feedback, weil wir können keine Gedanken lesen. Und sollten wir eigentlich auch mal üben, ne? Ein arges vielseitig. Wir haben bestimmt wieder was vergessen. 100 pro. Und wir sind wahrscheinlich auch bei dem Thema nur viel allgemeiner gewesen, als wir es bei Farmen oder Tamen gemacht haben. Aber es ist halt eben, ja, so viel, so viel mehr kann man da eigentlich auch gar nicht wirklich zu sagen. Wenn man jetzt zum Beispiel Waffen zum Beispiel hätte, ja, das Thema Waffen, wo man dann schon mal eher drauf eingehen könnte, was genau man für die und die Waffe braucht oder so. Das ist dann zum Beispiel, ne, aber das jetzt hier ist es allgemein nur craften und dadurch wird es auch nur allgemein angesprochen. Ja, wie gesagt, schön mitmachen in die Kommentare. Ist ein Befehl von Impi. Möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao.